Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausflipper. Ja, es geht wieder weiter mit Hausflipper natürlich und wir sind wieder beim alten Auftrag, nämlich also beim letzten, sage ich mal so, nämlich bei dem Haus zur Renovierung, wo die Frau gestorben ist, glaube ich, ne? Die ist doch gestorben, ne? Ja, mit den zwei Kindern und ja, und hier seht ihr das Endergebnis von dem Zimmer? Ein bisschen schneller. Ne, hier habe ich so eine kleine Pflanze noch. Die Katze war da vorher da, aber auch hier. Ich weiß zwar jetzt nicht, hier kann man noch anmachen, also wie groß jetzt die Mädels sind. Deswegen, ich habe einfach jetzt das genommen, was ich schön fand. Und ja, und ich finde, es sieht ganz gut aus. Und hier diese modernere Uhr. Und den Flur, den habe ich schon gemacht. Also da war nicht viel, da war nur zwei Sachen, glaube ich, wegräumen und. Also hier den Flur meine ich. Und halt ein bisschen Dreck, aber nicht viel. Und ja, ich würde sagen, wir machen mit dem Badezimmer jetzt weiter. Da müssen wir auch, glaube ich, Verschmutzung wegmachen, glaube ich. Wir können ja mal wieder gucken. Rein, Verschmutzung, ja, und montiere die Geräte. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ja, oh, ich habe voll gute Laune, ey. Aber es ist ja auch Wochenende, ne? Also das kann man jetzt nicht. Naja, den Grund sage ich jetzt nicht, ist privat. Wow. Wow, reinige die Verschmutzung. Ah ja, das hat ja jetzt richtig hier viel gebracht. Hätte man eigentlich gar nicht hinmachen müssen, weil es sind ja nicht bei allen Räumen immer Verschmutzungen. So, gehen wir mal hin. So, ganz schnell wird das hier gemacht. So. Ah ja, montieren, montieren. Vielleicht schaffen wir es sogar, den nächsten Auftrag zu machen. Aber dann müssen wir mal gucken, wie schnell wir heute sind. Und ja. Sag mal, gut, wenn ich streiche, kann ich ja auf Pause drücken, denn das selber machen ist ja jetzt auch nicht so. Ui, das Problem. Oh, ich glaube, wir sind schon im Raum angekommen, wo das der Fall sein wird. Eieieiei. So, machen wir die Tür mal zu. Wieder den Wischmopp nehmen. Hier ist wieder mehr. Aber, oh, ich liebe diesen Wischmob jetzt, ne? Was der für eine Reichweite hat. Der ist der Wahnsinn. Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht, ne, oder? Ne, wie es aussieht, nicht? Ah, doch. Und auch hier das Ding, das geht viel schneller und man kann es besser kontrollieren. Und ja, auch wenn ich hier so, ne? Ja, machen wir erstmal die Fenster. Aber hier habe ich schon gemacht. Ja. Schön ist es heute, schön. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung schon? Also ich muss sagen, ein bisschen. Ich sag mal, gut, es ist zwar Anfang erst, aber weiß nicht, kann ja sein, dass trotzdem welche schon sagen, boah, ey, ich bin richtig gut drauf. Streiche mit dem Farben Grauen König. Oh, königliches Blau mal. Wahnsinn. So, und stellen wir mal hier rein. Dann mache ich wieder parallel am besten, weil das immer am besten ausgesehen hat. Und ja, ich kann ja noch erzählen, bevor ich hier am Machen bin. Ja, und ja, weil, weiß nicht, ich habe, also wir haben schon einen Tannenbaum. Das heißt schon, also wie schon gesagt, es kommt ja immer drauf an, weil ich kann mich an ganz früh erinnern, da haben wir den erst am so zwischen dem 20. und dem 22. geholt. Und ja. Und ja, also relativ spät eigentlich. Also finde ich. Und haben den, weiß ich nicht, denn schon, ich würde sagen, am 1. oder 2. denn noch abgeräumt da. Also den Tannenbaum abgeschmückt. Und ja. Fand ich den zwar mal ein bisschen schade, aber jetzt lassen wir den länger stehen, sag ich mal so. Und ja. Aber, weiß ich, beim Bäumen schmücken, da habe ich schon, da habe ich auch sogar ein bisschen Weihnachtsmusik schon gehört. Ich muss schon sagen, ein bisschen bin ich schon. Und ja, aber naja. Ist halt auch nichts mehr das, was es früher einmal war, so Weihnachten, also mit Schnee, weil früher, also bei mir war es halt noch so, ey, da war noch mega Schnee, als ich kleiner war. Und vor allem, wir hatten auch mal so einen riesigen Schneeberg gemacht, das weiß ich noch. Und dann halt so einen Holzschlitten als Treppe genommen und da dran gestellt. Und dann sind wir da mit unseren, ich sag mal, Plastikschuhen
Schlitten oder keine Ahnung was, das ist Kunststoff. Schlitten halt, mal runtergefahren. Das war mein schönstes Weihnachtserlebnis. Und ja, das fand ich super schön. Bin ich mit meinen Geschwistern da. Die waren da auch nicht, also da war ich noch, keine Ahnung, ich würde schätzen 5 oder so. Also da war ich noch nicht ganz so klein. Da habe ich auch schon Sachen mitgekriegt. Die sage ich immer so schön, da wurde das Gehirn angemacht, sage ich mal so. Weil, weiß nicht, weil die meisten erinnern sich ja gar nicht mehr so. Also gut, das Gehirn muss sich ja erstmal so entwickeln, sage ich mal so, glaube ich. Würde ich jetzt sagen, das würde zumindest einiges erklären. Und ja, und deswegen, dass man, manche wissen halt das, nur manche nicht. Und ich muss sagen, also ich weiß, also, weiß ich, würde sagen, erst ab 5 Jahren oder so hat das erst angefangen, so mit dem, dass ich schon die Welt wahrgenommen habe und so. Aber vielleicht wissen es auch, na, manche von euch besser als ich. Das ist jetzt ein bisschen strange hier, aber auch okay. So. Nee, aber mal gucken, vielleicht. Nee, und da ist man halt dann eher schon in Weihnachtsstimmung gekommen, weil man, ne? Den gesehen hat, ne? So Schnee und oh, und alles toll und so. Und naja. Und ich meine auch, dass man als Kind auch da die Feiertage, sag ich mal, wie soll ich sagen, das anders miterlebt als Erwachsener oder so, weil ich muss sagen, in meinem Alter brauche ich auch Nikolaus nicht, weil Schokolade kann man sich auch so holen, ne, und ne, ich sag mal, gut, wenn man sich da als ältere Person, also so als Erwachsener halt oder junger Erwachsener halt so besondere Schokolade holen will, das verstehe ich ja noch. Hallo? Verstehe ich ja noch irgendwo so, aber weiß ich nicht. Aber jetzt so wie früher, also zumindest bei mir war das halt so. Ich weiß nicht, ob das, wie schon gesagt, bei Weihnachten machen ja auch manche schon anders. Da war es halt so, dass ich mir dann halt so einen Schuh genommen habe und halt noch so einen passenden, wie heißt es, Dings genommen habe, einen Schuh und dann, ja, sind halt meine Eltern denn, wenn sie mal aufgewacht sind oder weiß nicht, oder vielleicht haben die auch den Wecker gestellt, wahrscheinlich nicht. Aber haben die denn halt was reingetan und dann, ja, war es denn halt so, ne? Ne, dann, ne, und deswegen, und ich habe mir meistens eh immer nur, gut, also ich muss sagen, die ersten Jahre, da hat meine Mutter denn auch so komische, ich weiß nicht, so Klamotten denn so reingepackt, ne? Ich glaube so Socken oder so, aber das fand ich immer so lame als Kind. Also so richtig schlimm. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, was dazu passen würde. Oder warte mal, jetzt haben wir erstmal Bettbezug. Das würde nicht schlecht aussehen. Das würde auch gut passen. Oh nee. Das würde auch was hermachen, ne? Aber ich glaube, das ist wieder zu viel. Vielleicht, warte mal, ich fand doch hier das, oder? Aber ich weiß nicht, welches jetzt. Vielleicht so? Ja, sieht ganz gut aus, aber wir müssen jetzt gucken, wie wir es hinstellen. Warte, wo ist die Tür? Da ist die Tür. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal das so mittig hin in den Raum vielleicht. Gucken wir mal, ob das so stimmt. Ja, wenn ein bisschen Platz ist, ist es ja nicht so schlimm. Also ich würde erstmal das so stehen lassen, weil ich weiß nicht, was noch alles auf uns zukommt. Ein Schrank Vira. Ah ja, Griffe. Passt eigentlich da ganz gut zu, ne? Man merkt schon wieder, ich bin in diesem weißen Touch, ne? Schlimm, oder wir nehmen mal anders. Nein, anders. Ah ja. Merkt schon, ich bin Pro in der Dings. Vielleicht mal eine andere Farbe halt einfach nehmen. Grau. Ja, gute Frage jetzt, ne? Da sollen wir grau nehmen, aber es ist dann auch irgendwie ein bisschen lame, ne?
Ein bisschen lame. Ja, wegen der Wandfarbe, weil ich weiß jetzt nicht, wo ich den genau hin tue. Oder soll ich doch weiß, aber wir sind die letzten Mal immer so auf weiß gegangen, ne? Ich will halt auch mal die anderen Sachen zeigen, deswegen. Habe ich jetzt doch grau genommen? Ich dachte, das wäre so braun, oder? Also wenn, würde ich den wahrscheinlich hier so hinstellen. Nee, dann nehmen wir mal was anderes. Das würde noch gut aussehen. Das wäre mir, glaube ich, zu hell. Das würde vielleicht passen. Wollen wir den nehmen? Oder doch auf weiß gehen. Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ne, wir nehmen die Farbe. So schlimm sieht es ja auch, glaube ich, nicht aus. Glaube ich. Oh, nicht noch mehr, ey. Müssen wir wahrscheinlich in derselben Dings denn holen. Oh, wie sollen das hier alles in dem Raum passen? Warte mal, wir packen es vor das Bett. So. Und das dann weiter nach hier hin. Ja, ist doch ganz genehm, ne? So, wir gucken jetzt mal. Oh, da passt was nicht. Manchmal finde ich die Musik so schön, die beruhigt mich auch total. Da hätte ich das Bett doch nicht ganz so mittig hin tun sollen, aber bei so einem Ehebett, sag ich mal so, ist das ein bisschen, wohl so schlimm sieht es gar nicht aus, oder? Bitte nicht drauf antworten, danke. So. Und dann ein Bücherregal habe ich gesehen. Können wir ja ein Weiß nehmen vielleicht. Oh Mann, das Zimmer ist viel zu klein. Für all diese Sachen hier. Na komm. Zack. Oder soll ich doch alles in Weiß? Aber alles in Weiß ist auch blöd, ne? Oder, Leute? Was meint ihr? Wo es würde hier ganz gut passen, ne? Aber alles in Weiß. Naja, wir lassen es einfach mal so. Und ich drücke mal kurz auf Stopp, weil dann kann ich nämlich alles so schön dekorieren. Weil der Part ist nämlich auch bald vorbei und dann seht ihr das. Und dann schaffen wir noch ein bisschen was so ein ja, deswegen, ne? So, jetzt seht ihr hier, ich habe hier schon gemacht, ne? Also ich habe hier einfach die Vasen genommen und dann habe ich hier ein paar Bücher reingepackt. Hier eine schöne Pflanze. Dann hier noch ein Autobild und Wellenkunst, keine Ahnung. Ich fand das einfach sehr passend. Und ja, ich denke mal, ich werde das jetzt bestimmt auch öfters so machen, dass ich dann mal auf Pause drücke und dann einfach mal mache. Und ja, dann gehen wir mal hier ins Wohnzimmer, schätze ich mal rein. So, kurz mal auf die Uhrzeit gucken, okay. Ja. Es kommt mir ein bisschen so bekannt vor, dieser Raum. Hier stand doch auch ein Bett. Und hier war eine Küche. War es nicht dieses Studentenwohndings? Aber keine Ahnung. Ich bin raus. Völlig raus. Völlig raus. Jui. Ist hier noch irgendwo was? Oder... Mal gucken. Nicht den Teddy. Ich wollte Aufgaben. Reinige die Verschmutzungen, montiere Geräte. Ah, hier. Ah. Sei einfach mal. Na. Besser gucken hier. Müssen wir mal die Augen auf. So, hier. Ah, das war's schon. Okay. Montiere die Geräte. Jetzt. Ach, höher geht nicht. Okay. Ist auch okay. So, dann machen wir den Raum noch zu Ende, würde ich sagen. Und dann ist auch, glaube ich, schon soweit. Ja.
Na, wir gehen hier noch rein. Ein bisschen machen. Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und ein Like da lassen würdet. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!